Moin Moin und herzlich willkommen zu einem Let's Play von Mein Burger von euch, für euch. Ja, wir sehen jetzt hier schon direkt im Hintergrund die Anleitung, die möglichen Modi, die wir spielen können, unsere Möglichkeiten. Aber wir fangen jetzt nicht mit einem 1 gegen 1 an, sondern erstmal im Singleplayer. So, und fangen hier direkt mal an. So. Ja, ich habe das selber noch nie gespielt, dieses Spiel. Ich bin durch Zufall im Internet drauf gestoßen und bin jetzt mal selber gespannt, was uns hier erwartet. Irgendwie freue ich mich ja schon. Es hat einen ziemlichen Hype. Oh, geil, jetzt geht's schon los hier. Boah, was machen wir denn hier? Ja, also es hat eine geile Auswahl, muss ich ja sagen hier. Das ist eine ewig lange Auswahl. Da muss man sich jetzt direkt schon überlegen, womit fange ich an, womit baue ich mein Team am besten auf? Ich frage mich, gibt es jetzt hier auch wieder so Zusatzinhalte, die ich kaufen kann? Zusatzinhalte. Nee, machen die nicht. Das kommt erst später. So ein kleines Add-on oder sowas, ne? Ja gut, dann nehmen wir hier mal ganz oldschool, Rindfleisch. Ja. So, weiter geht's. Nächstes Level. Mann, ey. Was die sich dabei gedacht haben. Wir werden uns gleich nochmal angucken, von wem das Spiel ist. Also ich habe bis jetzt... von wem das ist, ne? Wortspiel und so. Ich bin echt begeistert. Also das Spiel, das ist geil. Ey, wenn ihr sagt, Black Ops nie wieder und so, ey, spielt das. Das ist so geil. Komm hier, wir machen was überhaupt nicht passt. Ja, passt. Auch die Grafik, die ist sehr beeindruckend. Also es... COD hängt hier um Längen hinterher. Das ist genial, was man sich hier überlegt hat. So, jetzt kann ich hier schon meine Perks auswählen. Ich denke mal, meine Klasse ist jetzt ziemlich, ja, klassisch ausgerichtet. Dann würde ich jetzt mal hier was in Richtung was Neuem probieren. Hau jetzt hier mal direkt was mit rein. Ja, das passt so, passt so. So, und gucken direkt hier. Und, ah ja, hier kann man noch was aussuchen. Ja, hier... Schön für unsere Mexikaner, ne? Ja, passt, passt. Immer drauf damit. Hau drauf den Scheiß. Ja, hier. Perfekt. So. Ja, und wir sind schon im letzten Level angelangt. Der Endgegner. Was gibt's denn hier? Ja. Ah, Western-Soße hier. So muss das aussehen. Guckt euch diese Grafik an, guckt euch dieses Spiel an, diese wunderbar ausgedachte Story. Guckt euch das mal an, nehmt euch daran mal ein Beispiel. Ja, wenn ihr sagt, GTA hat geile Story, nix, guckt euch das an. Das ist geil, so muss das weitergehen. Wir geben dem Ding jetzt noch einen Namen. Ja. Es lädt. Was mir negativ auffällt, die Ladezeiten bei diesem Spiel sind anscheinend sehr lang. Ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber... Oder auch, dass Internetverbindung Pflicht ist. Also wenn das demnächst auf CD rauskommt und auch für einen Offline-Modus gedacht ist, dann bin ich dabei. Aber nee, ich will keinen Internetzwang. So, warum lädt denn das jetzt hier so lange? Ah ja, es geht weiter. Ja, jetzt muss ich den einen knackigen Namen überlegen. Dann schreiben wir uns doch hier gleich mal was auf. Der Mac. Wie nennen wir das Ding denn? Ja, das ging gut. Wollen wir das Ding nochmal fertigstellen? Der Mac Pferdefleisch. Das klingt gut, wa? Wenn wir den demnächst bei Macs sehen, ihr wisst warum, ne? It lädt. Also diese Ladezeiten, das ist eine Frechheit. Also, ist ja schön gut gemacht, diese Grafik und alles, diese Auswahlmöglichkeiten, diese Charakter... Erstellung und alles, aber diese Ladezeiten, das geht mir gegen den Strich. Das ist nicht in Ordnung. Nicht bei einer Zeit, in der wir jetzt leben, wo Ladezeiten... Boss? Ja. Ja. Wollt ja nicht, dass... Na gut, dann gucke ich mal an, wie das geht. Ja, dass er einen Namen braucht, weiß ich auch. Dann müsst ihr mir nicht sagen. Okay. Okay. Hab's verstanden. Dann ist das jetzt der... Moment. Wo kommt dieses S her? So. So muss das aussehen, meine Freunde.
Wenn der irgendwann auf der Speisekarte steht und das Ding dann irgendwie noch einen halben Meter nach rechts ausgebaut werden muss, weil der Name nicht drauf gepasst hat. Ihr wisst, wer es war, ne? Diese Ladezeiten, das ist eine Frechheit. Eine absolute Frechheit. Ne, also ich werde mich da, ich werde da nachher noch eine E-Mail an den Hersteller des Spiels schreiben. Das geht nicht in Ordnung. Nicht bei einem Free-to-Play-Spiel. Also, nee, das geht nicht. Ich bin ja jetzt schon verwundert, dass man sich hier nirgendwo anmelden musste oder registrieren. Es scheint ja jetzt auch schon keine Beta-Phase mehr zu sein. Also es ist anscheinend wirklich ein vollwertiges Spiel. Und deswegen verwundert es mich immer mehr. Aber diese Ladezeiten. Und ich kann auch nicht verstehen, wie 5000 Leute trotz diesen Ladezeiten das gut finden können. Ah ja. Es freut mich doch. Ja. Ist klar. Ja, das Spiel endet leider hier. Ich habe nur noch zwei Antwortmöglichkeiten. Und ich kann bei keinem Ja sagen. Ich möchte mich nicht neu anmelden, aber ich bin noch nicht registriert. Na gut, dann versuchen wir jetzt mal voll krass den Hacker, ne? Die E-Mail-Adresse ist natürlich Angie. Ja, so. @bundestag.de. Ich mag Pferde. So. Mal gucken, ob das klappt. Würde mich natürlich sehr freuen. Und ich. Ja. Ladezeit. Genial. Da kann man bald nichts mehr zu sagen zu dieser Ladezeit. Also. Das ist abartig. Das ist ekelhaft. Das ist doch kein Rollenspiel. Ich habe ja nicht mal wechselndes Setting. Ich habe ja immer nur diesen hässlichen, angekokelten Holztisch vor mir stehen. Muss das sein? Vielleicht ist es auch ein Stilmittel. Das kann auch sein. Aha. Na, wenigstens ist das Ladezeichen animiert. Das ist jetzt mittlerweile auch nicht mehr Standard, finde ich. Animierte Ladezeiten, Ladezeichen. Finde ich schon angenehm. Ja. Habe ich mein Passwort wieder vergessen? Scheiße. Ah, das ist ärgerlich. Was mache ich jetzt mit dem Ding? Wie, jetzt ist mein... Oh, ihr Schweine. Muss ich neu anfangen oder was? Na gut, dann denke ich, schauen wir uns doch jetzt mal an, wie die anderen so diese Level gelöst haben. Egal, was man macht, man kommt auf Ladezeiten. Das ist herrlich, wa? So, und wir sehen nichts. Ich überlege, ob ich nachher diese Ladezeiten rausschneide, aber die sind einfach so, diese ergonomische Bewegung, seht ihr das? Dieses Dynamische, diese Kraft, das ist aussagekräftig. Ja, das, sowas brauchen wir heutzutage, das muss sein. Und nicht so einen billigen Scheiß, aber das ist... Wenn das nicht Game of the Year 2013 wird, dann weiß ich auch nicht. Oh, und wir sehen hier schon jetzt die Highscore, die Bestenliste. Ja, der McFish Otter, McMaus oder der Sommer Cheese. Rotz. Was? Rotz gekarft. Ja, schön. Freut mich. Ein Chicken Nuggetter. Oh nein, warum habe ich auch weitergeklickt? Na gut, wir haben uns jetzt die Bestenliste angesehen. Eigentlich war es nicht die Bestenliste, sondern die neuesten, die Newcomer-Liste. Ja, vielleicht werde ich doch meine eigene Kreation noch in die Tat umsetzen. Und, oh, es geht weiter, ich brauche gar nicht aufhören. Die wiederholen sich ja, das ist ja eine Frechheit. Die Cookie, haben wir schon wieder den Rotz gekauft und den Sommer Cheese und den Chicken Nuggetter. Slotomania. Wenn ihr demnächst bei Mc's steht und dann bestellt ihr bitte alle mal ein Slotomania. Ja, das macht er. Ah, dann gucken wir doch mal hier in den Highscores, in der Bestenliste, wer sich denn da jetzt mittlerweile alles qualifiziert hat. Ja, ich würde natürlich ganz klar auf Platz 1 stehen, wenn dieses blöde Programm einfach nicht alles verworfen hätte. Ich sag euch, ich würde... Das
ging ab wie eine Rakete, ja, wie die Beatles auf in den Charts. Das geht nach oben, da kannst du gar nicht so schnell gucken, so schnell bin ich da wieder oben, da habe ich alles verdrängt. Ja, aber, tja, Technik versagt. Ja, guck hier die, alles weg. Alles, da würdet ihr jetzt hier den Chicken the Game Cutie Burger sehen. Fortuna Düsseldorfer, ja, klar. Wunderbar. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Let's Play oder Commentary oder sonst was von The Game Cutie. Ciao!